Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Kann man, darf man, soll man trotz erhöhter Blutdruckwerte Krafttraining, Schrägstrich Muskeltraining machen? Früher war das so, dass immer davon abgeraten wurde, dass man gesagt hat von ärztlicher Seite, wenn man unter Bluthochdruck leidet, sollte man auf keinen Fall Kraftanstrengungen machen. Und da ist das Muskeltraining und somit eigentlich auch das Training im Fitnessstudio eher als ungeeignete Sportart, ich sage mal, abgestempelt worden. Man hat dann eher Dinge empfohlen wie spazieren gehen, wandern, Nordic Walking oder Ausdauersportarten, Radfahren beispielsweise. Das hat sich aber schon seit vielen Jahren verändert. Mittlerweile ist auch das Krafttraining in der Therapie angekommen und ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Es gibt natürlich Sicherheitsregeln, die man einhalten muss, und es gibt bestimmte Begebenheiten, und davon möchte ich dir heute mal erzählen. Das Erste, wenn ich Krafttraining sage, dann meine ich ein dosiertes, ein auf die jeweilige Person angepasstes und individuelles Fitnesstraining, ein gesundheitsorientiertes Krafttraining. Ich meine damit jetzt nicht Kraftsport im Sinne von Gewichtheben und ich meine damit auch nicht Bodybuilding. Ich meine ein gesundes Muskeltraining. Und wenn man das macht, dann ist das nicht nur so, dass man das machen kann, obwohl man Bluthochdruck hat, sondern es ist so, dass man es machen soll, gerade weil man Bluthochdruck hat. Denn das Muskeltraining bringt einige Vorteile mit sich, die das reine Ausdauertraining so nicht hat. Das ist zum Beispiel einmal, dass du, wenn du ein regelmäßiges Muskeltraining machst, du den gesamten Stütz- und Bewegungsapparat stabilisierst und trainierst, die Funktionen aufrechterhältst, beispielsweise die Gelenke und die Bänder schützt. Das machst du nicht so, wenn du Ausdauertraining machst, weil beim Ausdauertraining hast du einfach einen ganz anderen Trainingsreiz. Dann ist es auch so, dass du, wenn du ein regelmäßiges Muskeltraining machst, du die Muskeln natürlich erhältst. Und wenn du die Muskeln erhältst, dann erhältst du auch damit deinen Grundumsatz. Wir haben ja alle die Situation, dass unsere Muskulatur im Verlauf des Alters abbaut und weniger wird. Das fängt spätestens ab dem 30. Lebensjahr an. Und wenn die Muskeln weniger werden, ja, dann sinkt natürlich auch der Grundumsatz, der Energieverbrauch in Ruhe, und tendenziell steigt unser Körperfett eher an. Und alles, was passives Gewebe ist, sprich Körperfett in dem Fall, belastet unseren Körper eher, als dass es ihn nutzt und unterstützt. Das heißt, Krafttraining hat jetzt schon mal zwei Vorteile. Es stützt den gesamten Bewegungsapparat und es erhält und vergrößert unseren Grundumsatz. Dann erhält es natürlich, wie der Name schon sagt, die Kraft. Die Funktion der Kraft, und die ist für den Alltag immens wichtig. Jetzt ist es ja so, dass Bluthochdruck natürlich auch bei jungen Menschen vorkommt, tendenziell aber eher etwas ist, was sich in einem etwas höheren Alter langsam einstellt. Und da lässt auch die Kraft nach, und wenn wir die Kraft erhalten können, haben wir natürlich den ganz großen Vorteil, dass wir unseren Alltag besser bewerkstelligen können. Egal, ob das nun Beruf oder Freizeit ist oder einfach ganz alltägliche Dinge wie im Haushalt zurechtkommen oder den Garten umgraben, wir brauchen Kraft, um unser tägliches Leben vernünftig und autark verrichten zu können. Krafttraining erhält die Muskelkraft. Und das sind jetzt alles Faktoren, die haben wir so beim reinen Ausdauertraining nicht. Warum hilft jetzt das Muskeltraining, das Krafttraining, um den Blutdruck zu reduzieren? Das ist von wissenschaftlicher Seite noch nicht zu 100% geklärt. Aber eine Erklärung dafür ist, dass wenn du Muskeltraining machst, also wenn du Muskelaufbautraining machst, dann erzeugst du ja neue Muskulatur, beziehungsweise du reizt deine Muskeln. Und um diese Muskeln zu versorgen, muss der Körper neue Gefäße bilden. Er muss Kapillargefäße bilden. Er muss diese Muskeln ja mit Sauerstoff, mit Blut, mit Nährstoffen versorgen. Und dafür bildet er neue Gefäße aus, um dorthin zu kommen. Und der vorhandene Blutdruck, der verteilt sich dann natürlich auf mehr / neue Gefäße, und dadurch sinkt er im Prinzip etwas ab. Wenn du es natürlich schaffst, durch das Training Gewicht zu reduzieren, Körperfett zu reduzieren, Fettmasse abzubauen, dann wirst du auch dadurch deinen Blutdruck auf jeden Fall nach unten regulieren können. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Und schließlich ist es so, dass wenn du ein regelmäßiges Training machst, auch eine durchaus realistische und große Chance besteht, dass du möglicherweise blutdrucksenkende Mittel, wie beispielsweise ein Beta-Blocker, dass du den reduzieren kannst, möglicherweise sogar ganz weglassen kannst. Das haben wir in unserer Arbeit hier schon mehrfach erreichen können. Ich muss zugeben, ich bin da auch sehr stolz drauf, weil das hat eine ganze Reihe von positiven Nebeneffekten.
Beispielsweise ist es so, dass ein Blutdruckmedikament die wichtige Funktion hat, natürlich den Herzschlag, wenn es ein Beta-Blocker ist, den Herzschlag zu reduzieren, zu bremsen. Und wenn du so etwas nehmen musst und es ist ärztlich verordnet, dann nimm es natürlich. Du sollst auf keinen Fall jetzt eigeninitiativ da irgendetwas rumdoktern, also lass dich ärztlich beraten. Aber neben diesem guten Effekt, dass es quasi Blutdruck und Herzschlag in Schach hält, hat das auch eine mögliche Nebenwirkung, und zwar es verlangsamt den Stoffwechsel. Und je nachdem, was für ein Wirkstoff da drin ist und je nachdem, wie dein Körper darauf reagiert, kann es sein, dass die Stoffwechselrate um bis zu 15% reduziert wird. Das heißt nichts anderes, als dass du weniger Energie verbrauchst, und das heißt wiederum nichts anderes, als dass du leichter zunehmen kannst. Es fällt dem Körper leichter, Fett aufzubauen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ein Blutdruckpatient eigentlich braucht. Das heißt, wir haben im Training, wenn wir es richtig machen und wenn wir es gut anstellen, viele, viele Vorteile. Wir erhalten die Muskelkraft, wir erhalten die Funktionen des ganzen Stütz- und Bewegungsapparates. Wir sorgen dafür, dass wir die Muskeln nicht abbauen oder weniger stark abbauen. Wir verbrennen Energie, wir können das Körpergewicht positiv beeinflussen und wir sind insgesamt vitaler und leistungsfähiger. Möglicherweise können wir als Nebeneffekt Medikamente reduzieren oder sogar ganz weglassen. Das bitte immer in Absprache mit dem Arzt. Das beste Training ist jetzt natürlich, wenn wir das Herz-Kreislauf-Training mit dem Muskeltraining kombinieren können. Dann haben wir das Beste aus zwei Welten und haben wirklich ein umfassend gutes Fitnesstraining. Und das ist absolut zu empfehlen und gerade bei bestehendem Bluthochdruck eine sehr, sehr gute Sache. Wichtig, das Training muss immer individualisiert werden. Das muss immer auf die Person angepasst und abgestimmt werden. Deswegen machen wir es hier bei uns beispielsweise so, dass wir immer bei Aufnahme ins Training die Blutdruckwerte erfragen und auch selber messen und überprüfen. Und dass wir auch im Training selber nach einer Herzfrequenzsteuerung trainieren, um Überlastungen zu vermeiden. Das muss man fairerweise sagen, dass eine Herzfrequenzsteuerung und eine Blutdruckmessung immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Das stimmt. Aber wir können den Blutdruck hier auch bei uns überprüfen. Und so können wir doch sehr nah an der Person arbeiten und dafür sorgen, dass du dich im Training nicht überlastest und dass du möglichst gut und möglichst optimale Trainingsergebnisse hast. Wie häufig sollte man ein Muskeltraining machen? Die Empfehlungen sind sehr unterschiedlich. Die gängigste Empfehlung, die mir in der Literatur am häufigsten begegnet ist, ist 2 bis 3 Mal pro Woche ein individuell geführtes Muskeltraining zu absolvieren. Und das bei einer Intensität um die 60-70% der individuellen maximalen Leistungsfähigkeit. Das heißt, wir liegen dort schon in dem Bereich von Muskelaufbautraining. Und wie gesagt, wenn das gut gemacht ist, wenn das dosiert ist, dann lassen sich die Risikofaktoren sehr, sehr überschaubar halten. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es gibt keine Risikofaktoren. Es ist immer wichtig, dass das Training angepasst wird und auf die Person abgestimmt wird. Und dann können wir sehr gute Ergebnisse damit erzielen. Ich hoffe, ich konnte dir einige Fragen beantworten. Schreib uns gerne deine Fragen und deine Erfahrungswerte unten in die Kommentarfunktion. Dankeschön, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss.